Stefan lernt Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Dieses ist seine zweite Ausbildung. Im ersten erlernten Beruf kam er nicht weiter, landete in einer Sackgasse. Hier bei Molmarzipan hat er gute Zukunftsperspektiven und Unterstützung. Der Betrieb vermittelte ihn in das Ausbildungsmentoring-Projekt Hürdenspringer Plus. Wir bei Molmarzipan arbeiten doch schon einige Jahre jetzt mit dem Projekt Hürdenspringer vom Union-Hilfswerk zusammen. Und uns freut immer wieder dabei, dass wir junge Leute kennenlernen, die sehr, sehr vielversprechend sind und dort über die Hürdenspringer eben so gefördert werden, dass man die auch in der Ausbildung kriegt. Im Ausbildungsmentoring begleiten freiwillig engagierte Mentoren ihre Mentees durch die Lehrjahre. Sie geben Lebens- und Berufserfahrung weiter, helfen bei Alltäglichem wie dem Führen der Berichtshefte. Sie sind aber auch Vorbild und stehen bei Problemen zur Seite. Unsere Mentees treffen sich regelmäßig einmal wöchentlich mit den freiwillig engagierten Mentorinnen und Mentoren und haben durch diese individuelle Begleitung die Möglichkeit, über Irritationen und Vorkommnisse während der Ausbildung zu sprechen, bevor daraus größere Probleme werden. So können Ausbildungsabbrüche verhindert werden und die Jugendlichen werden in ihren Kompetenzen und Ressourcen positiv unterstützt. Zur Sicherung der professionellen Ausführung durchlaufen die Mentoren wie die Mentees die verbindlichen Einstiegsqualifikationen. Hier erfahren sie Wichtiges über ihre neue Aufgabe, setzen sich mit allen Eventualitäten auseinander, können Fragen stellen und sich austauschen. Ich bin seit 2011 bei den Hürdenspringern und begleite gerade Seda während ihrer schulischen Ausbildung. Seda möchte Erzieherin werden und ist auf der Suche nach einem neuen Ausbildungsplatz fürs nächste Jahr. Zusammen überlegen wir, was ihre Stärken sind, wo sie sich bewerben kann und schreiben ihre Bewerbungen. Für Seda ist es, glaube ich, ziemlich toll, eine Ansprechpartnerin zu haben, sowohl für persönliche Fragen als auch für berufliche Dinge. Hürdenspringer und auch meine Mentorin haben mir wirklich viel geholfen. Auch die Projektkoordinatorin. Wenn ich Probleme in der Arbeit hätte, könnte ich auch zu ihr gehen, denn sie hört mir auch immer zu. Das vertrauensvolle Miteinander von Mentoren, Mentees und Projektkoordinatoren schafft die Sicherheit, die die Jugendlichen stärkt. Neben dem 1:1-Mentoring bietet Hürdenspringer Plus den Mentees vielfältige Angebote. Jugendgerechte Workshops mit Wissensvermittlung und Training des Erlernten helfen beim Ausbau ihrer Kompetenzen. Viele dieser Angebote werden durch Spenden ermöglicht. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Mentoring-Projekt Hürdenspringer Plus. Es macht uns sehr viel Spaß und es ist uns als Familienunternehmen auch ein Anliegen, einfach gesellschaftlich was zurückzugeben, vielleicht auch eben an Bezirken, die so ein bisschen vergessen werden manchmal. Und ich möchte auch alle anderen Unternehmen ermuntern, sich dazu engagieren bei Hürdenspringer Plus, denn es bringt einfach nur Spaß und Benefits für jeden. Hürdenspringer Plus macht Unbekanntes erlebbar und damit verstehbar. Die Veranstaltung von Hürdenspringer finde ich eben sehr interessant. Zum Beispiel war da ein kultureller Austausch, also sprich, dass man mal in eine Moschee gegangen ist. Das finde ich total interessant und wichtig, also für den Menschen selbst jetzt und auch für die Ausbildung, weil ich in der Ausbildung auch ja, verschiedene Nationen habe und dass man sich da besser dann versteht dadurch. Verständnis und Toleranz, aber auch der Blick in eine positive Zukunft wird ermöglicht. Für uns in Neukölln ist das Hürdenspringer Plus Ausbildungsprojekt schon sehr, sehr wichtig, weil hier werden junge Leute unterstützt, die von zu Hause aus diese Unterstützung nicht bekommen können, bei ihrem Weg in die Arbeitswelt. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir in der nächsten Generation sicherlich weniger Arbeitslosigkeit haben werden, als es jetzt der Fall ist. Die Wirtschaftsförderung Neukölln unterstützt das Projekt Hürdenspringer sehr gerne, weil wir wissen um den Fachkräftebedarf der Unternehmen und wir wissen auch, dass wir im Bezirk viele Jugendliche haben, die ohne Abschluss aus den Schulen entlassen werden, die Defizite haben bei dem Übergang Schule-Beruf. Und genau dort setzt das Projekt an und genau dort gibt es auch die Rückmeldung der Unternehmen, dass da sehr gute Arbeit gemacht wird zwischen der Beseitigung der Mängel, der Defizite bei den Jugendlichen und der Berücksichtigung der Anforderungen der Unternehmen.
Ausbildungsmentoring ist eine optimale Investition in die Zukunft. Alle, die sich sozial engagieren möchten, kann ich die Hürdenspringer nur empfehlen, weil hier wird man einfach gut begleitet und es macht Spaß, Jugendliche auf diesen neuen Schritt ins Leben zu unterstützen und zu begleiten. Was zunächst mit dem sozialen Schülerengagement in Nordneukölln in Zusammenarbeit mit der Röntgenoberschule begann, setzt unser Projekt Hürdenspringer Plus heute im Ausbildungsmentoring fort. Wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, sich auf ihre Aufgaben in der fachlichen Ausbildung der Jugendlichen zu konzentrieren. Wir gewinnen freiwillig engagierte Mentoren, die die Jugendlichen während ihrer Ausbildungszeit begleiten und in Problemfällen beratend zur Verfügung stehen. Unser multiprofessionelles Team hält verschiedene Beratungs- und Begleitangebote sowie berufsinformierende Veranstaltungen bereit. Wir freuen uns auf Unternehmen, die mit uns kooperieren wollen, auf Sponsoren, die uns unterstützen, auf Mentoren, die wir gewinnen können und Jugendliche, die in die Ausbildung einsteigen wollen. Bei Fragen oder Angeboten kontaktieren Sie uns gerne.